Valhalla, Wikinger-Freunde. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, erstmal hier die Quest zu machen, bevor ich hier wieder auf Schatzsuche gehe. Mal schauen, wo es mich hinbringt. Unnachgiebig verfolge Aeser und Calder. Aber jetzt irgendwie mehr Bock drauf. Zu viele Hasen. Stellten sich ihr in den Weg. Ja. So ist das halt, ist klar. Ja, ich laufe gerne durchs Feuer, ich weiß. Nee, da hättest du aber ruhig springen können. Man hat nicht einfach. Da vorne. Muss bleiben. Die Kraft muss bleiben. Okay. Na, ja, dann wollen wir mal. Okay. Nicht schlecht gemacht mit den Bildern hier. Mehrere Wunden. Er hat sich gewehrt, aber nur kurz, nehme ich an. Aeser holte Calder ein. Seine Krieger stellten sich ihr in den Weg, während er weiterlief. Aber Aeser fuhr wie ein Wirbelsturm durch sie hindurch. Die Spur der Toten verrät ihren Weg. Calders ebenso. Und am allerwichtigsten den des Hugakers. Sie laufen nach Westen. Okay, auch nach Westen. Dann kann man jetzt mal sammeln. Okay. Der hat auch nicht was auf die Mütze bekommen. Nicht da. Und wo ist noch einer? Da. Ich mal die Knie weghauen und dann ab in die Fresse. So, jetzt wäre die Frage, habt ihr die Seite gewechselt? Könnte schon sein, da hinten qualmt's. Sieht aus, als hätten die beiden alle Feuermuspelsames mitgebracht. Und Freya wundert sich, warum ich nie einen Ausflug zu diesem verbrannten Dunghaufen mit ihr machen wollte. Aeser und Calder haben hier gekämpft. Es wurde Blut vergossen. Das sieht schon cool aus mit ihnen. Naja, wie soll ich das nennen? Illusionen? Spuren. Eines mit großen Abständen wie auf der Flucht. Das andere enger, unregelmäßig von Blut umgeben. Möglicherweise humpelnd. Hier kämpften Aeser und Calder. Er gewann die Oberhand. Törichtes Mädchen. Zorn macht dich verwundbar, Aeser. Sie ist verletzt, aber nicht genug, um aufzugeben. Anscheinend ist sie Calder auf diesen Hügel gefolgt.
Na dann. Hier wird es langsam kalt. Na, Eva, kletter schon. Echt, wieso willst du jetzt da nicht hoch? Geht doch. Okay, da ist ein schönes Lager von ihm. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Okay. So genug, ich weiß nicht. Was ist geschehen? Ich habe gepfiffen. Okay. Echt, aber hier beim Abschluss haben wir nicht gesehen. Okay, hier war doch eben schon irgendeine Spur, da sage ich doch. Und da sind Schleifspuren, die zu ihm führen. Okay, ich muss mal wieder raus. Sieht fast so aus, als hätte Eiser gefangen. Die wurden eingesetzt, um jemanden zu fesseln. Ich fange, glaube ich, auf der falschen Seite an. Die Toten stapeln sich. Für diese Feuerriesen kam Ragnarök schon eher. Okay. Noch einer. Aesers Speer zurückgelassen. Konnten Calder und seine Schergen sie letztlich besiegen? Okay, Acer was ist jetzt los? Calder in dieses Lager. Sie hat geblutet, war blind vor Wut und erschreckend leichtsinnig. Sie scheint einen Preis dafür gezahlt zu haben. Sie brach herein, zerfleischte alle, die dumm genug waren, sich zwischen sie und Calder zu stellen. Doch es gab zu viele dieser Dummen. Verletzt und entwaffnet wurde Acer überwältigt und gefesselt. Calder ließ sie dann wie einen Sack Rüben auf einen Karren werfen. Sieht aus, als hätten sie diesen Pfad genommen. Okay. Was hat Calder mit der kleinen Prinzessin vor, nun da sie seine Gefangene ist? Doch sicher nicht. Die Spur führt nach Westen. Ich muss doch sicher nicht und in den Sack geboren. So, mal schauen. Hier war noch eine Schatztruhe. Platinbarren. Mal schauen, bevor ich weitergehe, ob hier noch was ist. Ich glaube nicht. Nö. Ist das Acers Blut? Oder ist sie weiterhin nicht klein zu kriegen?
zu dem Turm oder zu der Riesenstatue, besser gesagt. Wir verweilten sie kurz, bevor es weiterging. Wahrscheinlich um Aesars Fesseln zu überprüfen. Selbst in ihrem jämmerlichen Zustand war sie sicher ein harter Brocken. Sie hat ja sogar mich überwältigt. Kurzzeitig. Vielleicht würde Balder meine Mittel nicht gutheißen, weil die Grausamkeiten, die ich für ihn begehen muss. Aesar und er sind jung. Reinen Herzens, aber mit wenig Scharfsinn. Eines Tages werden sie erwachsen sein. Das Leben so sehen wie ich. Bis dahin ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie lang genug leben, um diese Weisheit zu erlangen. Mhm. Und so kann ich es mir nicht leisten, ohne Fehler zu sein. Hier sind sie abgebogen Richtung Fluss. Das ist der Wagen. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Aesar, bist du das wieder, Wütende? Willst du dein Schicksal herausfordern? Ich kann dir Paus Maul kloppen. Ich sterbe heute nicht. Kannst du dasselbe behaupten? Ach ja, du hast schon einmal bewiesen, cool, dass du es genießt, völlig sorglos herumzustolzieren. Hat dir der Hugerkerl keinen ausreichenden Vorgeschmack geliefert? Genug der nutzlosen Worte. Gib mir, was nun mein ist. Oder soll ich es mir einfach nehmen? Um Angst zu kennen, müssen wir ihr erst ausgesetzt sein. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich mir Aesars eigensinnigen Huger nehmen. Bald darauf wird der Hugerkehr vollständig sein. Dann wirst du wissen, was Angst ist und Schmerz, genau wie dein Sohn. Zurück wird überrascht sein, wenn ich ihm die leere Hülle seiner eigenen Tage zeige. Aber ich werde dafür sorgen, dass er die Wahrheit erfährt. Magst du nicht? Doch. Na komm, Harvey. Setz dich. Okay. Verzweifelter, schwächelnder Mann. Ich wünschte, alle Insekten könnten dich jetzt sehen. Lass mich doch ausweichen. So. Dafür brenne ich gerne ein bisschen. Okay. Ich genoss es, meine Klinge mit Baldas Fleisch zu stoßen. Nachzusehen. Na, sage was mal. Da ist. Jetzt willst du es aber wissen hier, oder was? So. Warum sammelt Sword Hug hier? Was hat er mit dem Hugerkehr vor? Sag es mir. Warum planst du mein Werk zu vollenden? Frag dich, wie sehr du in deinen letzten Momenten leiden möchtest. Na los, tu es! Du verschwendest deinen Atem. Er wird es dir nicht sagen. Das muss er auch nicht. Ich kenne seine Geheimnisse nun. Du willst sie? Geh zur Seite.
Geh zur Seite oder ich vernichte ihn. Verräterin! Verräterin? Du bist es, der seinesgleichen abschlachtet. Was ich tue, tue ich für Surt. Solch eine Hingabe erfordert einen starken Huger. So viele Opfer. Und du hättest nur nach innen blicken müssen. Hatte er recht? Willst du den Hugerkerl vervollständigen? Surt wird meinen Sohn gegen nichts tauschen, das er nicht verwenden kann. Also wirst du es durchziehen? Wozu? Wie viele Leben würdest du nehmen? Für Baldr würde ich alle neun Welten lehren. Sogar Asgard. Die Worte eines schrecklichen Königs. Und eines selbstlosen Vaters. Das ist das Einzige, was dich von meinem unterscheidet. Du willst deinen Sohn zurückhaben. Ich will die Pläne meines Vaters in Scherben sehen. Egal, was es kostet. Kannst du beides wahrmachen? Kann ich. Doch dann brauche ich deine Hilfe. Der Hugerkerl benötigt immer noch den Huger eines Jötun. Kaldar hat nie einen gefunden. Ich muss auf die Jagd gehen. Tu, was du willst. Ich schließe mich erst einmal meiner Stiefmutter an, wo sie auch sein mag. Ich werde herausfinden, welche Rolle der Hugerkerl in Vaters Plänen spielt. Und dabei mime ich natürlich ganz die reuige Stieftochter. Behalt es. Dann kann ich dich finden, wenn es Zeit ist, meinen Vater zu stellen. Du hast eine Verbindung zu diesem Schmuckstück? Anfangs wollte ich dich zu meinem Vorteil benutzen. Nun stehe ich in deiner Schuld. Ohne dich hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, wozu mein Vater fähig ist. Er hat unser Volk benutzt. Uns zu seinem Vorteil gegeneinander aufgehetzt. Das kann ich ihm nicht vergeben. Und somit bin ich deine Verbündete. In Asgard sind Verbündete Freunde. Übertreiben wir es nicht gleich. Cool. Wie sie hier wegfliegt, war schon nicht schlecht. Quest abgeschlossen, unnachgiebig. Mal kurz umgucken. Oh, Kaldar ist der Inakt. Muss ich mal gleich gucken. Sieht ja schon wieder wahnsinnig cool aus hier. Mal schauen, gibt es hier noch was? Ne, so direkt eigentlich nicht. Okay, also jetzt war ich schon drin. Mal nach der Axt gucken. Wo ist er denn da? Nee. Blöd. Ah, da ist er. Kann ich sogar noch verbessern. Ich stelle nach dem Töten etwas Gesundheit wieder her. Na gut, ich habe mal ein bisschen Besseres erhofft. Oder was Cooleres vom Effekt her. Dann war es das für die Runde, ihr Lieben. Quest fertig. Beim nächsten Mal gibt es definitiv wieder ein bisschen Rätsel und so. Vielleicht mal hier die Ecke zumindest teilweise aufräumen. Würde Sinn machen, denke ich. Ich sage danke fürs Schauen. Freue mich auf die nächste Runde.
Wenn ihr Bock habt, lasst uns noch ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.